Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Super Mario Maker 2, ja, auf der Nintendo Switch. Ich glaube, das ist sogar schon der sechste Part, den wir hier machen. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen, ja, Mario Maker heute am Freitag auf jeden Fall. Ja, Triso ist schon mit dabei und schreibt moin im Live-Chat. Schön, dass du natürlich da reinschaust hier. Ja, wie wir sehen, neue Mitteilungen sind hier auch angekommen und so. Ja, wir haben ja sogar verlängertes Wochenende, das heißt, Montag ist ja Feiertag. Ja, dachte ich mir, heute Abend können wir auf jeden Fall nochmal streamen. Vielleicht morgen auch nochmal, Montag. Muss ich mal schauen, vielleicht auch nochmal. Ja, schnuppern wir erstmal hier die wunderschöne Mitteilung. Was haben wir hier? Ja, wir haben ja den letzten Part, das ist ja schon, ich glaube, ein paar Monate her sogar, wo wir den gemacht haben. Marios Gruselmusel Remake wurde von 6 Nutzern, darunter Japaner, gespielt. Irgendwie, ne? Okay. Mario Bros. Ice Edition wurde auch gespielt. Okay, Nice, Novels Island, ja, muss ich mal kurz durchscrollen, sind da so ein paar Sachen, wo wir mal schauen, alles gespielt, gespielt, sogar ein Herz erhalten, Mario Bros. Ice Edition. Ja, das ist schon mal sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was wir machen, also ich würde sagen, wir können da auf vernetztes Spiel gehen und ja, so ein bisschen online zocken, würde ich sagen. Level-IDs können wir natürlich auch wieder eingeben. Ja, wenn ihr natürlich mitzocken möchtet, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gern machen. Ja, ich würde sagen, ganz zum Anfang gehen wir ja erstmal auf Gegeneinander, würde ich sagen, oder? Schnuppern wir hier erstmal rein. Ja, Triso, wenn du mitzocken möchtest, kannst du das sehr, sehr gern machen natürlich. Und wir können natürlich, wie gesagt, auch Level-IDs wieder eingeben und so. Triso schreibt noch, ja, kannst ja einen Raum öffnen. Ah, okay. Ich sehe aber gerade, ich kann jetzt, glaube ich, gar nicht. Nee, ich kann gar nicht zurückgehen, da sehe ich gerade. Er zählt schon den Countdown. Okay, dann müssen wir. Was meint das eine Match? Ja, ist ja länger her. Ich weiß gar nicht. Raum erstellen muss ich da dann gleich, wenn ich hier wieder rausgehen würde, jetzt aus dem Menü. Aber leider kann man hier nicht zurückgehen. Das erinnert mich gerade an Splatoon 3. Wenn man da ein Match, ja, sich eingewählt hat in der Gruppe, kann man das auch nicht abbrechen. Der A-Boot und Tomzi24 hier. Drei Sieger hat der eine sogar. Okay. Bin sogar B-Rang, ne? Und japanisches Level erreiche das Ziel auf Yoshi. Okay. Ja, das heißt erstmal irgendwo Yoshi suchen. Ja, und dann das Ziel auf jeden Fall erreichen. Ich bin auf jeden Fall Mario. Das ist wirklich schon mal sehr geil. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen mit Burger King? Da ist ja irgendwie so ein Skandal gewesen, was ich da heute in den Nachrichten gesehen habe. Yoshi ist hier und der eine ist rechts durch, sehe ich gerade. Und das ist leicht am Lenken gerade gewesen, oh. Nice. Ich habe ihn einmal aufgeschluckt und mit Yoshi an die Zielfahne ran hier. Ich weiß gar nicht, hat der andere das Ziel jetzt auch so erreicht? Ich denke mal schon, oder? Hilfe hat der eine noch gemacht, unten links im Menü. Ja, Level würde ich jetzt sagen, war Bu, oder? Rechts ziemlich sehr, sehr kurz. Die Idee mit Yoshi das Ziel erreichen ist natürlich nice. Plus 41 Punkte. Ja, immerhin den A-Rang habe ich somit wieder. Dann würde ich sagen, gehe ich hier direkt auf Beenden. Dann kann Triso mit rein gleich. Ich habe noch gesehen, die beiden haben runter. Das heißt, den ich aufgeschluckt habe, den Spieler, der hat das Ziel gar nicht erreicht. In dem Sinne, da ich ihn im Maul vom Yoshi drin hatte. Wo muss ich den Raum hier denn noch erstellen? Gegeneinander, miteinander, mit Freunden spielen, ne? War das, glaube ich. Genau, und dann hier auf Raum erstellen. Okay. Müsste ja nur ganz normal so, genau. Ja, Raum ist offen. Level. Würde ich sagen, machen wir auf. Sehr schwierig, nee, sehr schwierig wird, glaube ich, zu hart werden. Lassen wir auf normal, oder? Können natürlich auch schwierig oder leicht einstellen. Aber ja, ich würde sagen, ich lasse es auf normal. Triso ist schon drin, okay, dann würde ich sagen, machen wir ein Gegeneinander, oder? Gehen wir direkt ins Gegeneinander rein. Ja, da kann man da, ich weiß gar nicht, kann man bei Freunden, wenn man hier im Raum ist. Die Stufe kann man, glaube ich, trotzdem erhöhen, oder? Weiß gar nicht, ob das ging, aber ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wie gesagt, lange, lange her mit Mario Maker und ja, ich dachte mir, da habe ich mal wieder ein bisschen Lust drauf. Das passt doch heute so für 1,5 Stunden ungefähr. Ja, würde ich sagen, ich mache das auch bei diesen Parts hier. Die waren ja damals immer noch so ein paar Stunden lang, die Parts und so. Aber ich denke mal, ich werde das machen, dass die auch so auf 1 Stunde immer gehen. Also maximal 1 Stunde.
Manchmal auch 1,5 Stunden Part. Ja, wenn dann eine Pause eingeblendet wird, dann kommt danach auf jeden Fall der nächste Part direkt. Sollte das so sein? Den Level fängt das schon mal ganz gut an. Triso ist ganz vorne in Führung schon. Ja, wenn ihr natürlich andere Spiele spielen möchtet, könnt ihr natürlich im Chat ist ja diese Herausforderung bzw. Und Triso hat das Ziel erreicht, okay. Ja, da könnt ihr jetzt gegen Nobelpunkte, also 500 Punkte, Kostas, wenn ihr euch ein Spiel wünschen möchtet, könnt ihr das natürlich einlösen. Ja, und ich habe übrigens die von der Community Herausforderung, die Punkte habe ich wieder gut geschrieben. Da wurden 25% erreicht von 100. Ja, deswegen habe ich die Herausforderung abgebrochen und die Punkte habt ihr auf jeden Fall jetzt wieder auf eurem Konto. Ja, und könnt somit im Chat auf jeden Fall die Sachen weiter einlösen und so. Würde sagen, starten wir direkt das nächste Match. Ja, und zocken heute, wie gesagt, so Busch und Mario Maker gegeneinander auf jeden Fall sehr cool. Wenn doch jemand mitspielen möchte, ja, kann derjenige das natürlich sehr, sehr gern machen. Ja, Level war jetzt eigentlich eben ganz nice, aber recht kurz, würde ich sagen. Ich habe Swingies, Springy Snow Adventure. Ja, schauen wir mal rein. Winterwelt schon mal nice, gefällt mir. Ich liebe Winterwelten. Und das ist leicht am Ruckeln hier irgendwie. Ja, es liegt ja meist an den Server bei Super Mario Maker, genau. Ah nein! Direkt in den Koopa reingerannt. Und Triso ist natürlich jetzt direkt in Führung. Och nö. Jetzt habe ich den Koopa in die Hand genommen und sterbt direkt dadurch, da er wiederbelebt ist. Beziehungsweise. Ja, wieder am Leben war auf einmal. Ah nein. Ah, ich muss auf jeden Fall, glaube ich, so ein Busche reinkommen erstmal ins Game wieder hier. Na gut, verlernen kann man natürlich nichts, aber. Ah nein, der ist aber auch ärgerlich platziert, der fliegende Koopa da. Und Triso hat direkt das Ziel erreicht. Okay, ich bin noch nicht mal sehr, sehr weit gekommen, nur hier vorne bist du den Koopa. Ja, sehr, sehr cool. Glückwunsch natürlich an Triso. Was ich gerade so im Gedanken hatte, ja, so ein neues New Super Mario Bros. Wäre natürlich auch geil, oder? Wenn Nintendo da nochmal ein neues bringen würde. Oder Super Mario Maker 3 mit ein paar neuen Futures und so. Wäre natürlich auch sehr cool. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal auf Gegner, oder? Machen wir direkt, ja, in dem Format auf jeden Fall weiter. Wir können natürlich die Level noch auf schwierig machen, aber ja, ich glaube, schwierig wäre zu krass. Wenn wir jetzt auch schwierig machen, ich glaube, dann sterben wir hier nacheinander die ganze Zeit. Erreichen das Ziel, ohne getroffen zu werden. Oh. Wieso schreibt noch, wir müssen unbedingt in den nächsten Wochen mal Mario World Let's Playen. Ja, stimmt, Mario World habe ich auch richtig Bock drauf. Und Triso ist einmal direkt in die Stachis rein hier. Die laufen sogar hier so runter, okay. Ah, gefährlich. Wie? Zeit abgelaufen? Das ist auf jeden Fall so ein Zeitlevel. Ja, keine Ahnung, Rätsel steht da klassisch. Zeit war aber recht knapp, würde ich sagen. Ja, gehen wir natürlich direkt wieder aufs Gegeneinander. Schauen wir mal. Das war jetzt eigentlich auch schon schwierig, würde ich sagen. Nicht normal das Level, sondern eher schwierig, würde ich sagen, oder? Ja, kurz und knackig, ich besiege alle Goombas und erreiche das Ziel. Ja, zu Super Mario World habe ich natürlich auch richtig Bock drauf. Können wir natürlich demnächst auch noch in Angriff nehmen. Xeno habe ich mir gedacht, muss ich schauen, das weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt weitermache. Ja, Xenoblade Chronicles 3, da ich das auch privat spiele, da bin ich übrigens auch noch gar nicht weiter. Immer noch in Kapitel 5. Ah nein. Jetzt falle ich hier noch runter. Ja, wollte da erst noch weiterspielen letzte Woche, aber bin noch gar nicht dazu gekommen irgendwie. Jetzt habe ich zumindest das Kart hier, was Riso eben auch hatte. Super. Und spring natürlich aus dem Kart raus. Aber da muss man irgendwie rechts rüber. Ich habe keine Ahnung, ob ich das da überhaupt noch rüber schaffe.
Komm. Und Verbindung wieder leicht und länglich hier. Ja. So, jetzt sind die Gegner auch wieder da, sehe ich gerade. Man muss, glaube ich, nur so darüber fahren. Ah, nein. Was mache ich denn da? Wieso schreibt noch, aber du hast ja schon ziemlich viele Projekte am Laufen aktuell. Ja, Zelda, Majora's Mask und Xeno, also ja, sind da eigentlich zufällig, also die müssen jetzt nicht unbedingt ja sofort beendet werden in dem Sinne. Also Xeno werden natürlich auch irgendwann weitergehen, aber denk mal so in nächster Zeit, weiß ich noch nicht, muss mal schauen. Bei Majora's Mask hätte ich natürlich auch richtig Bock drauf. Ja, Mario World ist natürlich schnell durch. Also wenn wir da erstmal anfangen, haben wir das, denke ich mal, sehr schnell durch. Ich bin rübergekommen. Okay. Oh mein Gott. Okay, dann muss man dann so durch, auch wenn man das Kart nicht mehr hat. Aber hier, super. Glaube ich, braucht man das Kart auf jeden Fall, oder? An der Stelle. Okay, man hätte das, glaube ich, auch so schaffen können. Und ich springe direkt wieder runter. Ich habe auf Mario geschaut. Ja, Tresor ist ja Mario, oder? Hab direkt auf Mario geschaut und dachte, ich sitze am Kart. Wie soll man denn hier so, also eigentlich so rüber? Ja, super. Ich glaube, das wird bei mir nichts. Aber Tresor hat es bis jetzt auch noch nicht geschafft, oder? Ja, Zeit haben wir noch. 166 Sekunden, okay. Dann geht das auch bald weiter mit dem nächsten Level, ne? Wie soll ich dann hier mit dem Kart so... Bin ich wieder nicht hochgekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Kart da richtig hochspringen soll. Und ich habe wieder auf Mario geachtet, super. Ich vergesse das alles ständig irgendwie anscheinend. Dass ich Luigi bin. Wenn kein Spieler mehr einen Versuch übrig hat, oder den Zeitablauf. Punkt, Punkt, Punkt. Aber dann könnte eigentlich Level auch beenden, oder? So eigentlich aufgeben könnte ich auch mal, weil ich glaube nicht, dass ich das Level schaffe hier. Ja, was ich zu Super Mario World noch sagen wollte, gerade aktuell, ja, können wir trotzdem starten, weil ich denke mal, das haben wir ja schnell durch. Und. Ja, ist eigentlich ein chilliges Spiel, auch wenn ich die anderen beiden Projekte da eigentlich am Laufen habe, aber ja, die sind da eher auf zufällig gesetzt im Moment. Ja, ich muss da jetzt da nicht durchhasten oder so in dem Sinne, also nicht durchjumpen in dem Sinne. Ja, bleiben wir erst auf gegeneinander. Bei Majora's Mask muss ich auch schauen. Ich denke mal, das wird schwierig. Der eine Part steht, ich glaube. Ja, muss ich mal schauen. Der zweite Part wäre natürlich auch, denke ich mal, interessant noch. Aber Super Mario World können wir natürlich sehr, sehr gern machen. Tresor schreibt noch. Können wir dann theoretisch auch morgen schon starten? Ja, oder direkt morgen. Können wir natürlich direkt machen dann. Ich bin wieder Luigi, sehe ich gerade. Und das ist auf jeden Fall ein Level. Ja, was auf jeden Fall für gegeneinander gemacht ist, hier sehe ich gerade. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich stehe auf jeden Fall unten, dann schauen wir mal. Waren da irgendwelche Bedingungen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, ich glaube, eine Münze einsammeln, ne? Oder irgendwie sehr viele Münzen. Oben steht noch eine 10er. Ah, ich glaube, 10 Münzen. Oder eine 10er. Wenn ich denn hier irgendwo eine finde, nehme ich sie natürlich sehr gern mit. Aber ich sehe gerade, da oben ist eine. Ja, Level natürlich schon mal sehr cool. Wie soll ich hier durch? Komm ich da überhaupt so rein? Wieso schon hinten rechts irgendwo? Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich hier durch... Ah, okay. So springen, ganz leicht springen. Und ich glaube, Tresor holt sich gerade gleich die Münze da oben. Der ist gerade da links lang gerannt. Ja, hat auf jeden Fall die Bedingung erfüllt. Ja, Level im Gegeneinander, die natürlich für Gegeneinander gemacht sind, passen hier natürlich sehr, sehr gut rein.
Ja, gefallen mir natürlich auch immer sehr, wenn die hier natürlich vorkommen. Was ist das? Also ich wollte gerade sagen, ich komme noch nicht durch. Tresor-Ziel erreicht und ich habe immerhin die Münze gekriegt. Die 10er Münze habe ich noch schnell ergattert in dem Sinne. Ja, Glückwunsch natürlich an Tresor hier. Ja, Level auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und war sogar Versus aus Japan irgendein Level, okay. Ja, direkt weiter mit dem nächsten, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, Level lassen wir auf normal, ne? Und ein Bosskampf-Level mit Link. Ja, schauen wir mal. Also müssen wir irgendwie anscheinend das Schwert von Link einsammeln. Aber jetzt bin ich im Schuh drin. Okay, mit Link muss ich natürlich schauen. Bomben werfen kann ich, sehe ich gerade, wenn ich nach oben drücke. Irgendwie. Okay. Muss auch erstmal so ein Busch reinkommen erstmal. Übrigens ist der Soundtrack sehr geil, doch. Nein, ich habe mein Link-Kostüm verloren. Super. Denk mal, was brauche ich hier irgendwo, oder? Diese hat auf jeden Fall das Kostüm. Und das Schwert ist auch wieder hier, okay. Oh. Wo müssen wir hin? Achso, irgendwie nach oben. Ne, Tresor ist gerade hier hoch, da ist ein P-Schalter. Aktivier den einfach mal, oder? Also, was war denn hier? Irgendwas war doch hier rechts drin. Da war Tresor, glaube ich, schon hier drin, ne? Auf jeden Fall geil gemacht, das Level. Jetzt, wo wir hier gerade so mal durchrennen, scheint das sehr cool zu sein. Und yes, ich habe sogar die Fahne noch erreicht. Ja, Tresor ist natürlich auch mit drin, beziehungsweise eigentlich auch an die Fahne rangekommen. Übrigens, meine Stimme wollte irgendwie gerade schon wieder versagen eben. Haben wir irgendwie in letzter Zeit ständig. Ja, Glückwunsch. Nee, Glückwunsch wollte ich gerade sagen. Ich habe das Ziel erreicht, oder? Ja, direkt weiter. Wollte gerade sagen Glückwunsch, aber ich bin an die Fahne ran. Ja, trotzdem Tresor war natürlich noch mit dran. Ja, Schwierigkeit, wie gesagt, lassen wir auch normal, ne? Ludwigs Ruins. Aus, keine Ahnung, was das für eine Flagge war gerade. Aus welchem Land das war, keine Ahnung. Hier haben wir einen großen Pilz. Da ist der große Mario. Oder auch der große Luigi. Und wir brauchen irgendeinen Schlüssel anscheinend. Ah, das mit der Sonne geht schon mal gar nicht. So eine Level mochte ich ja schon in Super Mario Bros. Damals nicht. Wo die Sonne hinterher kam. Ah nein, jetzt kriegt die Sonne mich hier tatsächlich. Frage ist natürlich, wo müssen wir hin, aber das scheint auch ein sehr gutes Level zu sein hier. Auch vom Design her. Okay, da können wir runter in die blaue, können wir rein. Und hier haben wir anscheinend den Ludwig hier noch. Ah, das war jetzt nicht gut. Und der große Pilz kommt anscheinend immer wieder hier. Nein! Jetzt falle ich da noch runter. Und Tresor ist sogar noch auf den Ludwig gerade draufgesprungen. Ja, super.
Ich heiz natürlich genau die Schlucht runter hier. Och, ich wollte gerade sagen, die Sonne kriegt mich schon wieder. Und Riese hat zumindest den Schlüssel, sehe ich gerade. Einmal geholt, das heißt, ich kann direkt weiter hier. Aber, ja, den Ludwig hat Riese anscheinend dann platt gemacht, anscheinend. Oder? Also muss man hier dann wieder so zurück. Und die Sonne, die kann echt nerven. Ja, jetzt kommt sie, genau, jetzt kommt sie nochmal. Okay, das heißt, aber schon durch. Eigentlich wäre Riese ja schon durch hier. Das ist schon die. Ach so, das ist oben die Spitze hier, die Kugel da. Ich wollte gerade sagen, aber auch nice gemacht so, oder? Einfach so oben die Fahne eingemauert ins Design. Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, weiter geht's natürlich mit dem nächsten zufälligen Level weltweit. Ja, müssen wir mal schauen. Was denn jetzt als nächstes kommt hier? Ich würde sagen, ich trinke nochmal schnell einen Schluck Wasser, auch wenn das Level jetzt schon anfängt hier. So, auf jeden Fall wieder aus Japan. Sammle mindestens eine 30er. Und wieder ein Level gegeneinander, okay. Ja, würde sagen, los geht's. Nimm die rote Röhre, würde ich sagen. Und dreh so unten die grüne. Ich wollte gerade sagen, was mit der Bombe da oben links? War so eingeklemmt. Beziehungsweise müssen erstmal alle explodieren. Ja, dann geht das auch los, okay. Schauen wir mal. Ja, der Soundtrack natürlich von Super Mario Sunshine auch sehr, sehr geil. Den wir hier gerade im Hintergrund hören. Hä? Super, jetzt hänge ich hier fest? Oder muss ich hier irgendwie durchspinnen? Ah ne, einfach nur rennen. Ah, okay, okay. Dann eigentlich so hoch, oder? Müssen wir da eigentlich oben rankommen. So, kann man so an den, stimmt, an den Seiten da hinspringen, ranspringen. Okay, Schlüssel habe ich anscheinend. Also aber durch die Tür hier. Ja, und wieder leicht am Lenken. Okay. Weiß gar nicht, ob Triso schon weiter ist. Und Yoshi ist auch hier, okay. Aber können wir natürlich nicht mitnehmen. Ja, da steht er anscheinend nur als Deko, oder? Ja, mit dem Soundtrack, wie gesagt, sehr, sehr entspannend, der Mario Sunshine Soundtrack. Und Triso ist am Ziel, beziehungsweise, ne, hat die Bedingungen erfüllt. Okay, haben wir einen Powerblock, wie kriege ich den weg? Also stampfen kann man, ja, stimmt, stampfen kann man auch noch. Und Triso hat auf jeden Fall 10 erreicht, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich war, ob ich das Level jetzt zur Hälfte hatte oder so, keine Ahnung. Ja, diesmal auf jeden Fall Glückwunsch natürlich an Triso. Somit nächstes Level für Triso hier. Ja, auch wieder sehr, sehr gutes Gegeneinander-Level auf jeden Fall. Schade, dass man die hier nicht bewerten kann. Ich würde sagen, direkt weiter, ne? Ja, Punkte übrigens kriegt man auch gar nicht, ne? Also wenn man mit Freunden spielt. Eigentlich schade. Hätte Nintendo mal so machen müssen, dass man trotzdem die Points kriegt. Ja, so wie im normalen Online-Spiel. Da habe ich hier zwei Türen bzw. two doors. Wer zuerst das Ziel erreicht, hat gewonnen. Ja, da ist ein Pfeil runter, aber ich würde sagen. Okay, da oben kann man nichts machen. Ja, Tatsache, einfach nur runter und das war's dann.
Okay, jetzt einmal eine Schlüsseltür und einmal eine P-Tür. Welche nehme ich? Nimm erstmal einen Schlüssel und geh durch die P-Tür erstmal. Hä? Hab ich aber. Ah, was geht denn hier ab? Ja, ich würde sagen, da durch die P-Tür gehe ich nicht, oder? Jetzt ist der Schlüssel natürlich weg. Ja, super. Muss man durch die Schlüsseltür, weil man kommt doch hier. Ja, hier denke ich mal gar nicht weiter. Da oben ist der Schlüssel. Ich renne jetzt einmal nach rechts, wenn ich schaffe. Oh mein Gott. Aber durchgeschafft. Ja, super. Hier ist er. Auf jeden Fall gar nichts. Man könnte höchstens versuchen, da oben rüber zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wo Triso ganz ist. Ja, die Schlüsseltür hier, die kriege ich jetzt im Moment ja nicht auf, da der Schlüssel hier rumfliegt. Da oben fliegt er. Da oben sieht man den in der Blase fliegen. Und da ist Triso, okay. Ja, ich würde sagen, einmal oben drüber, oder? Hey, hier ist gar nichts. Ja, ich glaube, das Level werden wir nicht schaffen. Wir müssen anscheinend wirklich durch die Schlüsseltür dort. Und der Schlüssel, der hängt da hinten rum. Beziehungsweise fliegt da rum. Also was da rechts ist, wenn ich da rüber springe. Ich denke mal nichts, ne? Ja super, da ist ja gar nichts. Dann kommen wir, glaube ich, in dem Level gar nicht weiter. Schau mal kurz darüber, ne, da ist auch nur eine Wand. Neustart für alle, macht Triso doch. Ja, machen wir Neustart, oder? Nehmen wir Neustart an. War das schon Neustart? Hä, ich habe Neustart gedrückt. Achso, Neustart für alle, stimmt. Da muss man Neustart für alle. Okay, wenn ich auf einen normalen Neustart gehe, dann sterbe ich natürlich nur alleine. Ja, versuchen wir natürlich direkt nochmal. Ich würde sagen, hier Triso, ich wollte gerade sagen, ich nehme ihn einmal Huckepack. Ich wollte ihn eigentlich gerade hochheben. Wieder leicht am Lenken. Wo war der Schlüssel? Ah, okay. Schauen wir mal. Ja, das heißt, die eine Tür, die P-Tür, die P-Schaltertür war auf jeden Fall eine Verarsche, in dem Sinne kann man sagen. Die hat er zum Nichts hingeführt. Ah, was mache ich hier? Ja, super. Und hier ist schon das Ziel. Ja gut, die Idee mit der einen Tür, eine falsche Tür, eine richtige Tür ist natürlich schon mal ganz okay. Aber dass es hier dann mit der richtigen Tür so kurz ist, in dem Sinne. Ja, schon ungewöhnliches Level, würde ich jetzt sagen. Ja, schauen wir direkt zum nächsten. Ja, auf jeden Fall recht komisch. War einigermaßen gute Idee mit der einen Tür. Aber trotzdem recht komisch und simpel. The Mushroomy, Punkt, Punkt, Punkt. Ein Design. Würde ich sagen, sieht schon mal gut aus, oder? Nimm Triso mal hoch und schmeiße einmal da hinten hin. Ah nein, jetzt habe ich keine Blume abbekommen. Und muss man hier die... wieder so leicht am Ruckeln irgendwie gerade noch. Muss man die Schlüssel mitnehmen, die roten? Hier wäre auf jeden Fall einer noch. Ja, die Sonne ist gefährlich. Mag die Sonne auf jeden Fall überhaupt nicht. Kann auf jeden Fall irritieren, die Sonne. Ah, nein. Jetzt hat Triso mich direkt durcheinander gebracht. Ich wäre normalerweise auf der Pilzplattform noch stehen geblieben, aber bin irgendwie wieder nach links gesprungen. Ja, eigentlich hätte ich es überlebt und dann stürze ich doch darunter. Ich würde sagen, Yoshi nehme ich mit hier, oder?
Können wir hier sogar schon mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich muss abspringen, aber geht gerade so noch. Und da war ein Tresor gerade noch. Einmal zu sehen, was haben wir hier? Alle Starry-Panzer? Ah, und so ein Mittel-Zwischenteil hier noch. Zwischenspeicher. Und sehr, sehr viel Blumen. Aber noch so eine rote Münze hier. Frage ist, müssen wir die alle einsammeln oder nicht? Ich würde sagen, ich nehme die einfach alle mit, wenn die schon hier so rumliegen. Level-Design ist eigentlich auch ganz cool. Und hier ist immer noch die Sonne. Die nervt. Ja, damals habe ich ja gedacht, das war so ein Aufkleber, dachte ich. Wo ich das damals auf dem Nintendo NES gespielt habe. Ich glaube, Super Mario Bros. 3 war das so. Da habe ich als... Ah nein, was mache ich hier? Ja, habe ich als Kind gedacht, das ist so ein Aufkleber auf dem Fernseher und auf einmal hat sich die Sonne dann bewegt. War auch sehr cool. Auch sehr, sehr schöne Erinnerung noch. Okay, zumindest habe ich den Zwischenspeicher erreicht. Würde ich sagen, schauen wir mal. Okay, Sonne ist natürlich wieder hier. Und ich glaube, Tresor ist schon ganz schön weit nach vorne. Denk mal, Tresor hat gleich das Ziel erreicht. Ah, gefährlicher Gegner gerade. Also hier müssen wir anscheinend rein. Und dann kriegt er mich hier unten noch, der Spikey hier. Kann nicht sein. Wie soll man denn die Tür aktivieren? Das ist natürlich gerade die Frage. Ja, schauen wir mal. Wieso ist auf jeden Fall da oben irgendwie? Rennt irgendwie gerade oben lang da noch. Und wieder leicht am Ruckeln hier. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn das hier vorkommt beim Mario Maker. Wo ist Tresor denn da lang? Ach, hier ist ein P-Schalter. Und Tresor fliegt da oben gerade. Das heißt, man muss einfach nur den P-Schalter aktivieren anscheinend, oder? Denke ich mir mal. Oh mein Gott. Was soll man jetzt hier? Das ist gerade die Frage. Ach, man kann rechts, glaube ich, mit den Bomben ja die Wände sprengen. Oder kann das sein? Tresor fliegt auf jeden Fall da oben die ganze Zeit mit so einem Luftballon rum. Weiß ich, wo hast du den her? Ja, auf jeden Fall kann man rechts die Wand auf jeden Fall sprengen. Oh, ich denke mal, das dauert, oder? Schauen wir mal. Ah, okay, jetzt kommen wir durch. Und natürlich wieder Laggy hier. Plus alle roten Münzen eingesammelt, okay. Ja, bis jetzt schon mal sehr, sehr cool eigentlich, bis jetzt das Level. Ja, dann kann man auch direkt hier durch. Und hier ist direkt das Ziel, okay. Das heißt, es war schon... Ja, trotzdem sehr, sehr cooles Design vom Level her. Aber ich würde sagen, da geht noch ein bisschen was. Bei dem Level hätte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen können. The Mushroomy Cliffside hieß das Level, okay. Ja, war aber trotzdem sehr, sehr cool, würde ich sagen. Schauen wir direkt weiter, oder? Ja, bevor es aber weitergeht, muss ich mal schauen, dass ich ein Schlückchen trinke hier.
Und Plainland vom Casual Tree. Amerika. Ja, stoppen wir rein. Hier sind auf jeden Fall keine Bedingungen, außer das Ziel zu erreichen. Erinnere mich gerade an das erste Level. Man ist ganz zum Anfang mit den Blöcken aus Super Mario Bros. Außer hier diese komischen Grasdinger hier, die so hoch sind. Okay, Zwischenspeicher haben wir schon mal. Ja, was natürlich auch geil wäre, so ein neues 3D World. Also Super Mario 3D World 2 oder so wäre natürlich auch geil. Wenn Nintendo da irgendwas in die Richtung entwickelt, würde ich mich auch drauf freuen. Nicht nur auf ein neues New Mario Bros. Ja, 3D World 2 oder sowas wäre natürlich auch cool. Hat die Piranha-Pflanze mich hier fast gekriegt und Tresor ist durch. Ja, ich bin immerhin bis zu der grünen Röhre gekommen. Ja, Level war jetzt so, naja, würde ich sagen, also zumindest bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber ich glaube, das Ziel kam schon hinter der Röhre, ne? Auf jeden Fall auch nice mit dem Hut, dem Buhu, den ich da auf habe auf dem Kopf. Ja, würde ich sagen, direkt gegeneinander weiter. Ja, dann schauen wir mal, welches Level als nächstes kommt. Ja, Tresor auf jeden Fall bis jetzt immer sehr, sehr gut. Mindestens eine 50er Münze einsammeln, okay. Würde ich sagen, schauen wir mal. Mit Mario Kart Mucke sogar. Ja, ist ein schönes Level gegeneinander. Das passt auch mit der Mario Musik dazu. Würde ich sagen, passt beim Gegner. So, wir wollen starten und los geht's. Also hier müssen wir anscheinend erst runter. Und dann wieder hoch wieder. Okay. Ja, da muss man wirklich schauen, genau wie man springt. Und oben dann schnell rüberhangeln am besten. Würde ich sagen, nehme ich das digitale Steuerkreuz hier. Ja, da muss man erst da hoch, dann da runter. Auch sehr cool wieder das Level hier. Ja, wie gesagt, die Mario Kart Musik, die passt richtig. Mit dem Level, was beim Gegner, da passt das richtig noch. Ja, Splatoon 3 habe ich in letzter Zeit natürlich auch noch viel gespielt. Ja, ich finde aber, es wird langsam Zeit, dass da langsam Updates kommen. Auch wenn das immer noch richtig süchtig macht. Vor allem der Salmon Run. Sehr geil. Bin da jetzt schon irgendwo, ich glaube, bei 100 Stunden oder so. Ja, da oben, wie soll ich da rankommen? Okay. Und Risa hat die Bedingungen auf jeden Fall erfüllt. Das heißt, er hat auf jeden Fall die 50er Münze. Und yes, ich hab's auch. Das heißt, zum Ziel kommen wir auch nur, indem wir hier erstmal warten müssen. Okay, so wie am Anfang da. Und direkt dran, also Tresor war auf jeden Fall als erster dran. Ja, Glückwunsch natürlich an Tresor. Tresor war ja sowieso in Führung, das heißt, ja, verdient in dem Sinne. Kam er erst später da zu dem Raum. Ja, auf jeden Fall verdienter Sieg wieder für Tresor hier, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal, was als nächstes kommt.
Ja, ich denke mal, die 1 bis 1,5 Stunden sollten heute auf jeden Fall passen, oder? Mit dem Stream. Muss mal schauen, wenn ich morgen stream, mache ich natürlich ein bisschen früher. Aber das natürlich nicht zu spät wird. Ich sehe gerade hier die P-Schalter müssen aktiviert werden und dann durch, ne? Diese heizt da mit dem Kart rum. Ich würde sagen, diesmal nehme ich das. Nö, einmal abgeprallt, nochmal abgeprallt. Und dann kommt hier dieser Bum Bum oder wie der hieß. Aber bis jetzt muss man eigentlich nur schnell durch. Okay. Eigentlich nur durchrennen, wieder Karten nehmen. Ja klar. Ich sterbe im Kart und fange jetzt hier ganz am Anfang an oder wie? Ja, ich würde sagen gar nicht gut, oder? Und direkt den Fehler gemacht, dagegen geheizt und runter, okay. Ich mache das jetzt ohne Kart, weil ohne Kart finde ich, ging das auf jeden Fall besser eben. Zumindest hier am Anfang. Oder nicht so die Gegner waren. Schauen wir mal. Und natürlich wieder leicht am Ruckeln. Die Verbindung hier. Aber trotzdem nice, zumindest bis hier gerade so. Ja, ich glaube ab hier Modus, genau, kann man diese Viecher. Da muss ich jetzt schauen, dass ich direkt rum nach rechts, genau. Und schon wieder am Ruckel die Verbindung. Zumindest im Spiel die Verbindung. Und da ist das Ziel sogar. Ah, okay. Ja, nice. Da waren wir sogar schon ja, fast direkt vor dem Ziel, kann man sagen. Ja, Level würde ich sagen, geht so. Das ist eher so ein Rennlevel, ne? Eher so eine Art Kart-Rennlevel. Aus Italien ist es, glaube ich, ne? Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir direkt weiter, aber. Ich muss nur schauen, dass ich immer mal schnell ein Schlückchen trinke. Ja, damit meine Stimmbänder ein bisschen angefeuchtet sind. Ja, aber ich merke ständig, dass irgendwie meine Stimme immer wieder ab und zu weggehen möchte. Palm Beach haben wir hier. Auch nice. Schauen wir mal. Design schon mal hier mit den Pflanzen am Anfang. Sieht schon mal cool aus. Und hier kann man so rein. Okay, schauen wir mal. Ah, nein. Renne ich direkt in den zweiten Gumba hier. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Blume. Ich sage, nehme ich natürlich mit. Und ich kann man sogar so durch, ne? Ich würde sagen, diesmal renne ich hier oben weiter. Weiß ja, ob man unbedingt in die Röhre muss. Ah, gefährlich. Ah, hier ist sogar ein Zwischenspeicher. Dieser ist sogar schon weiter. Da hat Zwischenspeicher schon. Und hat das Ziel direkt erreicht. Okay. Ja, schade, dass ich jetzt nicht mehr sehen konnte vom Level. Aber eigentlich vom Design, zumindest so mit den Pflanzen, diese Ranken, die da so runterhängen. Von der Pilzplattform ist auch schon mal recht cool. Ja, war auf jeden Fall schon mal recht cool, würde ich sagen, oder? Würde ich sagen, schauen wir natürlich direkt ja, ins nächste Level rein. Und wieder auf normal natürlich. Ja, aber wie gesagt, mit den Ranken an den Pilzplattformen da war ja schon ganz cool. Sasuke heißt das Level irgendwie gegen die Zeit sogar. Oh. Ja, Triso schmeißen wir schnell weg. Okay, wir haben was? 80 Sekunden irgendwie. Ah, gefährlich, nein. Ich glaube, da muss man drauf stehen, auf den Dingern, okay. In 80 Sekunden, das merkt man wenigstens, oder?
Ja, ich glaube in 80 Sekunden, das wäre glaube ich nichts. Ah, nein. Ja, Tresor auf jeden Fall gerade oben durchgepaced nach rechts noch. Ah, was mache ich hier auch nur? 40 Sekunden, die Hälfte der Zeit ist, glaube ich, ja, ist schon rum. Ich glaube, das wird nichts. Doch, Tresor hat das Ziel erreicht, okay. Ja, sehr cool. Glückwunsch natürlich an Tresor. Falls recht kurzes Level gegen die Zeit, aber auf jeden Fall machbar. Ja, leider verloren, aber Tresor hat gewonnen. Schnuppern wir natürlich direkt ins nächste Level. Würde ich jetzt sagen, oder? Ach, irgendwie habe ich so eine leichte Nackenverspannung hinten. Wenn ich meinen Kopf so nach links drehe, tut das so ein bisschen weh. Und wieder gegen den Zeitgegner noch. Haben wir diesmal? Ja, schauen wir mal. Wer als erstes das Ziel erreicht, 500 Sekunden. Haben wir auf jeden Fall. Okay, fängt schon mal ganz nice an, würde ich sagen. Ah nein, jetzt falle ich da ganz runter, okay. Das war natürlich nicht gut. Nein, jetzt mache ich denselben Fehler schon wieder mit der Plattform. Ich glaube, Tresor ist schon gleich beim Ziel und ja, sag ich doch, ich kann hell sehen. Und ich falle da ständig runter bei der Plattform. Aber vom Design her war ja eigentlich schon mal ganz gute Ansätze, zumindest am Anfang, was ich gesehen habe. Von dem Level. Ja, machen wir direkt weiter, ne? Würde ich sagen, mit Gegnern, ne? Ja, dann mal schauen. Simple Ocean Game. Besiege alle Koopas. 6 Stück. Okay. Das heißt, 6 Stück platt machen. Sind die Bedingungen. Hier ist sogar so ein Power-Schalter ganz am Anfang da irgendwie. Okay, was bringt da? Ich hab den jetzt irgendwie aufgesetzt. Okay, jetzt habe ich ihn natürlich nicht mehr. Super. Achso, sehe gerade, diese hat Bedingungen erfüllt. Ach nö, jetzt sterbe ich noch. Kann nicht sein. Und direkt Ziel erreicht. Ja gut, das Level war jetzt, würde ich sagen, nicht so toll, oder? Die Dinger besiegt. Ja, und direkt einmal durch. Würde ich sagen, war jetzt nicht so toll. Ja, können wir direkt das nächste Level starten, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, dass diesmal Besseres kommt. Nicht so kurz. Mindestens 88 Münzen müssen wir sammeln. Ja, schauen wir mal. Der Tresor wollte mich erst hochnehmen. Aber yes, ich habe ihn abgehängt. Beziehungsweise im Moment bin ich in Führung. Frage ist so, wie lange? Okay, bis jetzt schon mal. Ja, okay, das war das Level. Okay, 88 Münzen, das war's schon, okay. Ja, ich würde sagen, geht gar nicht. Viel zu kurz, eigentlich. Ja, unsinniges Level in dem Sinne. Ja, auf jeden Fall kein richtiges Level, würde ich jetzt sagen. Eher so ein Zwischending.
Ja, bleiben wir auf jeden Fall auf Gegner mit normal natürlich. Und SMB1 Star Road irgendwie da. Heißt, hier hat jemand versucht, ein Remake zu machen oder einfach nur einen Namen geklaut. Schauen wir mal. Ja, das sind dann die Röhren. Ah, okay, das fängt auf jeden Fall ja, genauso an wie bei Super Mario Bros. Das Level, das ja scheint so ein Remaster zu sein von einem Fan. Gefällt mir schon mal. Hier oben ja die Steine. Ja, die Blume sogar auch direkt da so positioniert. Das wäre ja auch schon mal sehr cool. Ja, nur diese lila Blöcke, die gab es ja damals nicht. Ja, aber anders kann man das nicht setzen, ne? Aber genauso nachgebaut hier. Ja. Jetzt mal hier schauen die Blöcke. Okay, hier ist eine rote. Ja, hier sogar tatsächlich, da waren damals genug Münzblöcke drin. Wieso ist schon durchgerannt? Ja, Zwischenspeicher gab es damals auch nicht. Und das hier. Ja, hier ist eine rote Münze noch. Okay. Was? Tresor das Ziel sogar schon erreicht? Okay. Ah, und hier sogar das mit den Wolken. Da sind dann damals diese Plattformen ja so runtergekommen. Auch recht nice gemacht auf jeden Fall. Ja, so Remake-Fan, Remake-Level sind natürlich auch immer sehr geil. Ja, würde ich sagen, direkt weiter geht's mit dem nächsten Level. Ja, Frage ist natürlich an Triso, ob du noch Lust hast, weil ich sehe gerade, ist ja schon eine Stunde rum. Ja, auf jeden Fall gerade eine Stunde sogar sehe ich gerade. Le Voyage, Danzler Switch. Kurz und knackig. Ja, wenn du Lust hast, können wir natürlich gerne noch weiter zocken. Dann möchte ich sonst aber gleich den nächsten Part starten und eine Pause einlegen. Das ist natürlich die Frage gerade. Da hätten wir jetzt einen Part mit einer Stunde voll in dem Sinne. Und Triso bleibt gerade unten stehen. Hä? Was ist das? Hier kann man einmal so rumlaufen. Ach nice, das ist so eine Switch hier, wie ich gerade sehe. Das ist der Bildschirm hier in der Mitte. Ja, cool auf jeden Fall. Das ist natürlich schon mal ein sehr cooles Design, oder? Wieso schreibt noch, ja, können gerne Schluss machen. Eine Stunde reicht eigentlich. Ah, okay, okay. Ja, sonst, wie gesagt, dann machen wir doch sonst ein, zwei Level dran. Ja, zum Abschluss. Was sagt die Uhr? Ist ja nicht schlimm, wenn jetzt mal der Part ein bisschen länger geht, so 10, 20 Minuten. Ist natürlich kein Ding. Ja, ich sehe gerade 10 vor, ne? Das passt ja eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch 1, 2, 3 Levels. So bis kurz nach 0, würde ich sagen, oder? Ich hatte gerade den Ball Mario, jetzt habe ich gar nicht richtig hingeschaut. Und ich habe sogar direkt den Schlüssel gekriegt. Nice. Indem ich da auf ihm raufgesprungen. Da steht noch Zell da oben. Das heißt, hier muss man anscheinend mit Link beziehungsweise mit ihm jetzt hier den Boss hier den besiegen. Okay, schauen wir mal. Hier sind wir wieder mitten in der Switch drin, hier sehe ich gerade vom Design. Ja, auf jeden Fall auch nice. Also ich war schon am Ziel dran. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht bewegen? Was war das Ziel? Okay. Ich dachte, ich hänge da irgendwie fest an der Pflanze. Aber dabei war das die Zielfalle, okay. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, dann hängen wir die 10, 15, 20 Minuten mit rein hier noch. Also bis 0 hatte ich ja eh geplant, 0, Viertel nach ungefähr. Ja, dann werden wir den Part nachher auch bald schon beenden. Ja, morgen, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Also wenn, dann streamen wir auf jeden Fall ein bisschen früher morgen. Ja, das ist ja ein langes Wochenende. Montag ist ja irgendwie, ja, Feiertag sogar. Das heißt, haben sogar die Geschäfte so geschlossen. Das heißt, morgen muss ich sogar auch nochmal einkaufen. So.
Da sollte schon alles klappen in dem Sinne. So, schauen wir mal. Hier haben wir sehr viele Kettenhunde. Und sehr, sehr viel Buhus. Mit sehr vielen Geistern, die von oben runterkommen. Die Musik von den Geisternhäusern natürlich. Auch immer sehr geil. Ja, jetzt einfach mal da oben rüber. Das hat sogar geklappt. Okay. Und hier ist schon das Ziel, Abi. Also, ja, der Bowser hier, der kleine Bowser Junior. Das war schon in dem Sinne. Ja, ich würde sagen, Level. War jetzt nicht so toll, oder? Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich würde ich sagen, eigentlich recht. Ja, recht lahm gebaut, oder? Man rennt da eigentlich nur durch und das war's dann schon. Ja, gibt auf jeden Fall bessere Level. Ich finde da so kurze Level, also die eigentlich keinen Sinn ergeben, meistens mal eigentlich sinnlos irgendwie. Ja, ganz sinnlos nicht, aber. Ja, macht halt nicht so viel Spaß dann, ne? So, hier haben wir sehr viele Gegner gleich zum Anfang schon stehen. Okay. Und Tresor hat direkt den Pilz aus Super Mario Bros. 2. Ah, und ich renne natürlich direkt. Okay, das war schon das Level. Ich renne in diesen Kugelbilly rein. Ja, und Tresor springt sogar direkt an die Zielfahne. Okay. Ja, auch wieder so ein kurzes Level. Ja, eigentlich nicht so doll. Ich würde sagen, machen wir erstmal weiter. Ja, in ein paar Minuten kriegen wir, denke ich mal, noch so ein paar kleine Level. Denke ich mal, auf jeden Fall locker mal mit rein. Ja, und schauen wir mal, was noch für welche kommen. Was haben wir? Cozy im Paris? Irgendwie. Als nächstes hier. Ja, das heißt, ich bin Luigi. Schauen wir mal. Ein Festungslevel wieder. Ah nein, Triso nimmt mich direkt mit in die Stacheln hier. Oh nö, jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt renne ich schnell durch und dann kommt da die Flammen und so. Ah, das ist gefährlich. Da muss man, glaube ich, da kann man, glaube ich, gar nicht so durchrennen. Sehr, sehr gefährlich. Ja, ich glaube, da muss man sogar ab und zu ein bisschen stehen bleiben. Ah, nein. Dann kommt da der Block natürlich so. Da muss man natürlich mit den Flammen so schauen. Das ist machbar, denke ich mal. Ja, hier kurz warten. Schnell. Und Tresor schon durch, okay. Ja, nice. Glückwunsch natürlich an Tresor. Das heißt eigentlich nur am Anfang so ein bisschen aufpassen und dann schnell durch da. Aber scheint glaube ich auch ein kurzes Level gewesen zu sein, ne? War es dann wieder so schnell vorbei, Bau. Cozy im Paris hieß es. Ja, würde ich sagen, weiter geht's. Ja, locker so ein paar Level passen rein in ein paar Minuten. Wie gesagt, ich denke mal so bis 12 machen wir die 5 bis 6 Minuten machen wir noch. Ich sehe gerade 120 Münzen. Die müssen gesammelt werden. Okay. Ja, schauen wir mal. Schnuppern wir mal durch. Dieser dreckige Helm. Ah nein, da muss man anscheinend wirklich so auf dieses Ding da, ne? Hier vom Design eigentlich schon mal ganz cool. Nein! Wieso bin ich... Ja, super. Ich würde sagen, direkt Neustart, weiter geht's. Schauen wir mal. Ja, eigentlich da drauf stehen bleiben.
Münze, 120 Münzen. Ah, sehe ich gerade oben, ne? Stimmt. Die müssen eingesammelt werden. Och nö, dann springe ich schon wieder in die... Ja, lila Soße da unten. Die lila Suppe. Triso ist auch hier mit. Ja, man muss ja irgendwie 120 Münzen mit einsammeln. Och nö, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, da raufzukommen. Scheint auf jeden Fall schon mal eigentlich gutes Level zu sein. Also es fängt auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Super. Jetzt stehe ich hier und da kommen keine neuen raus, oder wie? Och nö. Hm. Ah, ich hätte sogar drauf stehen bleiben können, sehe ich gerade noch. Okay. Aber Tresor hat Ziel erreicht. Und ist aber durch. Ja, Glückwunsch natürlich wieder an Triso. Und da oben steht auch LOL. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ja, das Level war eigentlich ja ganz gut soweit. Zumindest den Anfang, den ich da jetzt gesehen habe. Ah, 1, 2, 3 Level. Sehe ich gerade in 3 Minuten. Schaffen wir noch. Ja, auf jeden Fall mal wieder cool, ein bisschen Mario Maker zu zocken. Ja, lange, lange her, ne? Und hier müssen wir... Jetzt habe ich gar nicht... Sind da irgendwelche Bedingungen? Habe ich gar nicht gesehen gerade. Auf jeden Fall oben rechts werden sehr viele rote Münzen angezeigt. Weiß doch nicht, ob ich die andere einsammeln muss jetzt. Da unten wäre eine. Ah, nein. Und Pfeil natürlich. Ja, direkt in die Schlucht runter. Och nö, wieder. Direkt in den Gumba hier. Der Kugelwilli ist auch gefährlich. Der Kugelwilli, sag ich gerade, der Kettenhund. Nein, Triso klaut mir direkt den Pilz hier. Und schluckt mich sogar noch mal mit Yoshi hier. Ah, okay, und direkt in die Schlucht. Ja, war natürlich nicht gut. Aber auch sehr geil, dass man das so mit Yoshi machen kann, ne? Den direkt Pilz erstmal wieder schnell holen. Ja, Yoshi würde ich sagen, nimm mir natürlich auch mit. Ja, da kann man sogar schön die Kettenhunde eigentlich mit wegfuttern hier. Ja, direkt durch die Röhre würde ich sagen und weiter. Wieso schon rechts durch? Und sehr, sehr weit rechts anscheinend. Haben wir da unten sind sehr viele Münzen irgendwie. Und was? Triso hat direkt das Ziel schon erreicht. Ja, Glückwunsch an Herrn Triso. Ja, Level würde ich sagen, war okay. So ein Mittelding würde ich jetzt sagen. Aus Japan. Ja, würde ich sagen, ein letztes Level sehe ich gerade. Ja, wir haben schon 0. Schaffen wir locker, oder? Ja, machen wir auf jeden Fall noch ein letztes Level mit ran. Ja, dann würde ich sagen, geht es auf jeden Fall morgen weiter. Uhrzeit weiß ich natürlich wie immer nicht. Muss ich schauen. Ich denke mal wieder zum Abend. Ja, aber ein bisschen früher als heute auf jeden Fall. Ja, Sonntag, Montag kann man natürlich auch nochmal schauen, dass da eventuell auch nochmal so ein, zwei Streams kommen. So, schauen wir mal. Letztes Level auf jeden Fall. Und direkt in den Gumba rein. Okay, die Verbindung ist anscheinend auch wieder gerade ein bisschen laggy gerade gewesen. Bedingungen haben wir... Ah, keine, ne? Springe ich direkt in die Piranha-Pflanze.
Ah, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Und dann kommt sie wieder, die Pflanze. Kann nicht sein. Direkt wieder in die Pflanze, oder? Obwohl ich versucht habe, die Pflanze zu umgehen. Zumindest habe ich es rüber geschafft. Okay, hier ist P-Schalter. Und Tresor schon irgendwo ganz halt rechts. Ah, der Fisch ist sehr gefährlich, der Knochenfisch. Hat er mich tatsächlich gekriegt noch? Ja, da oben muss er natürlich so hoch. Wenn die Pflanze natürlich schneller machen wird. Ah, und Tresor hat auf jeden Fall das Ziel erreicht. Okay. Ja, somit natürlich Glückwunsch an Tresor. Hier sogar das letzte Level gewonnen. Ja, ich würde sagen, das passt auch heute für Mario Maker. Ja, können wir natürlich demnächst irgendwann nochmal spielen in dem Sinne. Ja, heute, wie gesagt, war ja eh geplant, nicht zu lange zu spielen. Ich würde sagen, dann gehen wir auf jeden Fall zurück, ja, auf Abbrechen, Raum verlassen. Ja, und das nächste Mal geht es natürlich auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, morgen denke ich mal schon, dass morgen Abend auf jeden Fall ein Stream kommt. Ich denke mal, ja, für heute passt das zumindest mit Mario Maker erstmal in dem Sinne. Ja, war wieder sehr, sehr cool auf jeden Fall. Tresor schreibt schon bei im Livestream. Ja, sehr schön, dass du natürlich mitgezockt hast. War natürlich jetzt ein recht kurzer Stream, aber... ja, ich würde sagen, das passt für heute auf jeden Fall. Morgen, wie gesagt, können wir auf jeden Fall weitermachen. Ja, dann würde ich schon sagen, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.